Mein Name ist Leon, in-game heiße ich Dalton. Genau, ich studiere Chemie, also im Master. Hab jetzt letztes Wochenende, glaube ich, Uniliga haben wir gespielt. Da habe ich die habe ich gewonnen. Genau. Auf jeden Fall ein sehr guter Monat für mich, weil ich habe auch den Monat darauf, im Prinzip die UEM gewonnen. Also, wo wir halt auch alle hingeschickt wurden. Da wurde ich mit Tilted hingeschickt. Hab mich auch mit ihm zusammen vorbereitet. Lief auch relativ gut. Und insofern hatte ich hier einen relativ erfolgreichen Monat. Die Meta liegt mir da relativ gut und insofern bin ich sehr happy mit den Ergebnissen offensichtlich. Ah, Legends of Runeterra. Also Hearthstone war, es war halt das erste Game, ne? Deswegen, also vorher gab es nicht wirklich das Online-Format halt von, also sowohl Magic war noch nicht optimiert, Magic Arena, und ansonsten gab es halt keine Competition. Deswegen Hearthstone habe ich halt einfach, weil es halt zu der Zeit da war, dann hat man relativ halt Geld reingepackt und relativ viel schon gegrindet. Deswegen ist dann halt der Umschwung in andere Card-Games nicht so reizend, aber hat jetzt bei anderen halt nicht so mich gehuckt. Deswegen habe ich weiter Hearthstone gespielt, aber bei Legends of Runeterra einfach, also ist halt für mich relativ jetzt noch unique von dem Playstyle halt, dass man da halt relativ viel Interaktion hat, so ein bisschen halt, würde ich sagen, wie, also es macht relativ viel aus, dass man halt zum Beispiel halt Track keept, so was halt die Karten in der Hand sein könnten und sowas, weil in Hearthstone hat man halt seinen Turn, spielt alles, was man kann. In Legends of Runeterra muss man halt wirklich ein bisschen aufpassen, weil man halt immer wieder von der Interaktion wechselt, und wenn man halt einen Handread hat, dann muss man ihn halt auch im Kopf behalten. Man kann halt dadurch einfach, weil halt immer der Gegner auch die Möglichkeit hat, was zu machen, kann man halt sehen, okay, ich spiele jetzt was, macht jetzt mein Gegner direkt was, und wenn er das nicht macht, dann habe ich schon so eine Idee, okay, die Karte wird er wahrscheinlich nicht haben. Wenn ich dann in zwei Zügen halt wirklich All-In gehen muss, dann hat er in der Zeit halt zum Beispiel nur zweimal die Chance, was zu ziehen. Und dann kann ich relativ beherzt da reinspielen. Also auf jeden Fall Legends of Runeterra. Am Wochenende habe ich jetzt halt, weil ich jetzt mit UEM und Uniliga natürlich ein relativ netter Prize-Pool, mache ich jetzt noch ein kleines Turnier. 100 oder 150 Euro, muss ich noch gucken, für im Prinzip meine Jungs, mit denen ich mich halt vorbereite. Also ich habe da so eine Clique, die sind alle von Schwedisch, Italienisch, einer aus Lebanon, also die relativ bekannt so in der Szene sind. Haben auch EU Master gespielt, also was halt in unserem Game so das Äquivalent von UEM ist, was halt nicht nur für Uni-Studenten, sondern halt für jeden ist. Also da relativ engagierte Spieler, und die helfen mir da immer relativ gut, mich vorzubereiten. Unter anderem ist auch Coinflip dabei, weil der ist auch immer, also der ist da auch so mit in der Clique drin. Deswegen war das dann natürlich ein schönes Finale für uns jetzt in der Uniliga, wo wir dann halt beide, wie man gesehen hat, mit einem sehr, sehr ähnlichen Lineup halt dann das Finale gespielt haben. Insofern für die mache ich ein kleines Turnier, um so ein kleines Dankeschön zu geben und einfach mal zu gucken, wenn ich die so in die Arena stopfe, wie das dann so ausgeht. Also genau, for fun spiele ich, glaube ich, seit der Beta nicht mehr. Ladder oder halt generell das Game spielen. Paar Fun-Decks immer noch, aber vor allem das Scrimming ist halt das, was sehr viel Sinn macht. Also wenn man sich halt jemanden sucht und dann ganz bewusst halt ein Matchup im Prinzip immer wieder spielt, um zu gucken, worauf muss man aufpassen. Was sind so diese kritischen Turns? Wann hat man so seine Zeitfenster, um zu agieren? Also im Prinzip, genau, das Scrimming bringt im Prinzip am meisten, und das habe ich auch, also jetzt nach dem zweiten Unliga-Cup hatte ich halt Decks mit, wo ich zum Beispiel halt mich nicht so sicher gefühlt habe, wo ich die Matchups nicht kannte, lief da noch nicht so gut, aber jetzt, genau, in dem letzten Cup hatte ich auf jeden Fall Decks mitgebracht, wo ich, auch wenn ich mich jetzt nicht direkt vorbereitet habe, nochmal davor, halt zumindest auf jedem Deck so um die 100 Games habe, halt seit der Beta. Das heißt, da fühle ich mich einigermaßen sicher, und das ist auch sehr wichtig, halt zumindest jeder gute Spieler, den ich kenne, also macht halt Scrims mit ein paar anderen guten Spielern, und also da ist genau, nichts bringt so viel wie das halt. Oh, Navatix. Also Coinflip würde jetzt natürlich gerne hören, eher. Coinflip auch gut gespielt, aber ich muss sagen, ich glaube, das war in dem Winners Final, habe ich gegen Navatix gespielt, und das war eine sehr, sehr knappe Series. Ich finde auch Navatix halt ein extrem guter Spieler, genauso wie halt Guardia auch. Der hat es nicht ganz in den Top Cut geschafft, aber Guardia wäre auch so ein Konkurrent gewesen, wo ich gedacht hätte, wenn ich den treffe, mal gucken, wie es läuft. Genau, insofern Navatix hat mir eine sehr starke Series gegeben. Wir haben uns schon in vielen Turnieren halt gesehen. Deswegen Navatix war auf jeden Fall eine harte Nuss, und ansonsten glaube ich, ja, Navatix, Guardia und Ghost Driver habe ich auch nicht getroffen. Ghost Driver habe ich getroffen, aber der hat vom Lineup war, also Ghost Driver war auch ein extrem guter Spieler, aber sein Lineup hat mich nicht so beeindruckt in der Hinsicht, dass ich mir da Sorgen machen muss. Genau, also insofern würde ich sagen Navatix. Jetzt für das Game auch, wir haben ja das Seasonal, jetzt Ende des Monats.
Dadurch, dass ich halt nicht so viel Zeit und nicht so gerne Ladder spiele, müsste ich halt jetzt in diesem Season im Prinzip Top 4 werden. Das heißt, um mich halt für die World Championship zu qualifizieren, die jetzt auch dann nächsten Monat ist. Insofern bin ich hier jetzt gerade relativ gut dabei, mich vorzubereiten mit Kumpels und halt, also ich habe nebenbei halt jetzt noch relativ viel zu tun mit Uni, aber ich versuche es halt so gut es geht und ich, also das so als größtes Ziel wäre jetzt natürlich nochmal, ähnlich wie Lobster, der das halt schon geschafft hat, zweiter Platz zu werden im letzten Seasonal, wäre jetzt hier nochmal ein Top 4 in diesem Seasonal zu bekommen. Das heißt, ich muss jetzt halt auf der Ladder noch ein bisschen grinden, weil wir halt nach Ladder Position noch die Möglichkeit haben, uns mit 7-2 in den Swiss Rounds dafür zu qualifizieren, statt 8-1. Das heißt, da ist so das, wo ich gerade natürlich mich ein bisschen bemühe. Und genau, dann wäre halt das Seasonal da. Die Top 4 zu bekommen, dann hätte ich halt einen Safe Spot in der World Championship, was halt sehr, sehr nice wäre. Aber da es halt auch 1024 Leute sind, das ist natürlich von den Odds her relativ unwahrscheinlich, aber man wird sehen. Für die, die jetzt halt gerade auch noch, ich will jetzt gar nicht von Hearthstone welche rüberholen, aber ich weiß halt, dass ich bei Hearthstone halt relativ lange einfach geblieben bin, weil man so das Gefühl hatte, man hat schon so viel Zeit und Geld reingesteckt, dann will man natürlich nicht mehr weggehen. Legends of Runeterra auf jeden Fall halt eigentlich das Free-to-Play-friendlichste Game, was ich so je, oder Card-Game, was ich hier gespielt habe. Auch von dem Playstyle relativ cool. Auch wenn ich am Anfang dachte, es ist sehr board-zentriert, aber es hat doch mehr Tiefe, als ich am Anfang dachte. Insofern, das lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Und da hat Riot auf jeden Fall auch, glaube ich, wenn es nur zur Promotion mehr oder weniger von League natürlich ist, ein sehr, sehr nices Game geschaffen. Also für die, die jetzt noch halt auch gerne in Card-Games sind und gerade halt auch, wenn sie ein Main-Game haben, das Game ist sehr Free-to-Play-friendly, man kann das 2 Wochen spielen, hat ein Top-Tier-Deck und kann dann halt gucken, ob es einem liegt. Jetzt auch im Top-Card sehr, sehr gute Spieler. Tilted und Guardia haben es halt nicht reingeschafft, was ich schon krass fand, weil ich die beiden halt als Spieler sehr respektiere. Insofern spricht natürlich für die Qualität der Playoffs in der Uniliga, dass die Gegner auch relativ gut waren. Also Navatix, Tilted, Guardia, alles sehr gute Spieler. Für die Vorbereitung halt, so die Simon, Sorry, Broken Ball, sind jetzt so Namen, die man nicht in der deutschen Szene kennt, aber auf jeden Fall auch Ice-T hat relativ viel mit denen zu tun und Pave auch, deswegen, also die helfen mir da immer relativ gut von der Vorbereitung. Insofern nochmal ein Danke, die werden ihre Namen jetzt auch im deutschen Interview wahrscheinlich noch hören. Auch wenn sie nicht viel mehr verstanden haben, aber